Bevor das Video losgeht, möchte ich darauf aufmerksam machen, wir haben eine Aktion. Unter jeden Bestellungen auf purazell.de gibt es einen Angel Juicer zu gewinnen. Und zwar nicht nur das, sondern auch einen zweiten Angel Juicer und einen Mixer im Wert von knapp 1000 Euro. Hier stehen fast 3500 Euro. Könnt ihr gewinnen. Was ihr machen müsst, einfach bestellen auf purazell.de. Viel Glück dabei. Wir sehen uns. Viel Spaß jetzt beim Video. Bis dahin. Ciao. Ja, herzlich willkommen mitten zu diesem sonnigen Tag. Ich freue mich, dass du es auch in dieses Video wieder geschafft hast. Eine Ehre. Wir wissen alle, alleine schon die Gedanken können deinen Finger bewegen, auf dieses Video zu klicken oder meinen Arm zu bewegen oder ein Boxweltmeister zu werden. Denn genau durch die Gedanken hat er den Arm bewegt, der den Gegner K.O. geschlagen hat. Rein durch Gedankenkraft kann man Weltmeister werden. Wir kennen die verschrücktesten Dinge, zum Beispiel Weltrekorde. Oder schaut euch mal Bruce Lee an, hat Dinge geschafft, die uns niemand geschafft hat. Ja, oder so Spontanheilungen und so weiter. Worauf sind sie zurückzuführen? Gedankenkraft. Was so schön in diese eine Richtung vonstatten geht, kann aber auch in die andere Richtung vonstatten gehen. Es gibt so viele Menschen, die unter Krankheit leiden, die nicht behandelt werden können mit Medikamenten, weil die Ursache nicht behandelt wird. Und die Ursache ist eine falsche Denkensweise bzw. Stress. Und das ist meines Erachtens momentan Krankheitsgenerator Nummer 1 in unserer westlichen Welt. Du kannst noch so viel Sport treiben, dich gesund ernähren und so weiter. Stress wird alles zerstören. Es wird das Kartenhaus zusammenbrechen lassen. Es hat so viel Macht, dass selbst deine Ernährung und deine gesunde Lebensweise, dein Sport und so weiter nicht ausreichen wird, um dich vor der Krankheit zu schützen. Es gibt viele Stresshormone. Eins ist das Cortisol. Ich möchte ein paar aussagekräftige, genau genommen die aussagekräftigsten Studien momentan auf der Welt für euch präsentieren zum Thema Stress und was ihr tun könnt. Ja, ganz signifikant. Cortisol erhöht den Blutdruck? Fragezeichen. Ja, das tut es. In einer Meta-Analyse von 2017 mit 5700 Probanden, die kein Publication Bias aufwiesen, das heißt keine Publikationsverzerrung, das heißt, dass nur ausgewählte Studien benutzt worden sind. Das war nicht der Fall, sondern alle wurden veröffentlicht, sehen wir hier. Das Ergebnis war folgendes. In dieser Studie fanden sie heraus, dass psychischer Stress mit einem erhöhten Risiko für Blutdruck verbunden ist. Das heißt, 2,4-fach höher, wenn du Stress hast. Das ist enorm. Mentaler Stress hat eine erhöhte Indiz für Hypertonie-Patienten als bei Normotonie-Patienten. Ja? Hat es noch zusätzlich verstärkt. Ebenfalls Faktor 2,69. Das ist wirklich enorm. Das heißt nicht nur doppelt so viel, sondern nochmal doppelt so viel und die Hälfte nochmal so viel. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen, was ihr mit eurem Stress dort anrichten könnt. Wir sehen hier auch einen sehr niedrigen I-Quadrat-Wert, das heißt Heterogenitätsfaktor. Das ist der, inwieweit Äpfel mit Birnen verglichen werden. Das heißt, ob die Studien überhaupt miteinander verglichen werden können. Der Wert sollte meistens immer unter 75 auf jeden Fall sein. Unter 50 ist wünschenswert. Ja? Sehen wir hier, lagen wir gut drin. Leider waren zu wenig Studien involviert, dass man Alter und Geschlecht nochmal unterscheiden konnte. Das war das einzige Manko an der Studie. Todesursache Nummer 1 sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja? So, und es gibt viele Studien zur Ernährung bezüglich Herz-Kreislauf und so weiter. Aber wie viele Leute sprechen tatsächlich über den viel wichtigeren Faktor? Und zwar deine Gedanken. Und zwar dein Stresslevel. Es gibt auch eine wichtige Studie zum Thema Psyche und dessen Beeinträchtigung. In einer Metastudie mit 14.500 Probanden konnte gezeigt werden, dass bereits, wenn du alleine wohnst und einen massiven Einfluss, also mit niemandem zusammen, einen massiven Einfluss darauf hat, auf dein Herz-Kreislauf-Risiko. Ja? Das heißt, hier spricht natürlich ganz klar für Kommunikation, Austauschen. Was welches Faktor Lachen hat, dazu komme ich gleich nochmal. Es konnte weiter gezeigt werden, auch finanzieller Stress, keine Hobbys oder auch einfach niedergeschlagen fühlen von der Gesamtsituation, ja, hat einen massiven Einfluss auf das Herz-Kreislauf-Risiko, ja, in dieser Studie. Auch in einer anderen Meta-Analyse zu Arbeitsstress und Krebs mit 280.000 Probanden konnte gezeigt werden, die Auswirkungen auf Darmkrebs 36% erhöht, Lungenkrebs 24% erhöht und Speiseröhrenkrebs um 112% erhöht. Und das ist alles maßgeblich signifikant schlimm, finde ich. Was ich euch zeigen möchte, es kann jede Krankheit auslösen, die du möchtest, die du in deinen Gedanken durch deinen Stress erzeugen kannst. Es ist niemand anderes in deinem Kopf. Ob dich etwas stresst oder nicht, erinnere dich daran. Du hast die Wahl, ob dich das stressen lässt oder nicht. Es ist niemand in deinem Kopf, der dir Befehle gibt. Du bist der Herr in deinem Kopf.
Du hast die Wahl davon. Ob jetzt Staus oder nicht, durch deinen Stress, den du dir dadurch machst, durch den Ärger, wirst du diesen Stau nicht auflösen. Denke immer daran, du kannst es steuern. Kommen wir nun zu ein paar Dingen, die wir tun können. Das möchte ich euch jetzt an die Hand geben. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe in einem Video gesagt, das gegen ein bestimmtes Virus, das ich jetzt hier nicht nennen möchte, ansonsten bekomme ich wieder einen Shadowban von YouTube reingeknallt, dass meine Videos gar nicht mehr empfohlen werden, habe ich gezeigt, dass bestimmte Stoffe, die Phytonzine heißen die, das sind bestimmte aromatische Stoffe, aus den Bäumen, die abgesondert werden in die Luft, deine Immunzellen stimulieren, die von diesem ganz bestimmten Virus befallen werden. Habe ebenfalls ein Video dazu gemacht, könnt ihr gerne mal reinschauen. Aber nicht nur das, sondern diese Phytonzide sind laut Wissenschaftler wohl auch maßgeblich dafür schuldigen, dass dein Stresslevel nach unten reguliert wird. Ja, das sind zum Beispiel Terpentin, das kennen wir, ja, das sind bestehend aus Terpenen, ja, zum Beispiel von Nadelbäumen. Ja, da hinten sind welche, die seht ihr jetzt natürlich nicht. Ja. Die befinden sich in der Luft. Wir kennen das, wenn wir durch ein Nadelwald laufen. Wir riechen sie förmlich. Und genau das sind die Stoffe. Und da schauen wir uns jetzt mal Studien nochmal zu an. Wir sind zum Beispiel hier in einer Kontrollstudie, ja, aufgeteilt in Stadtgruppe und Waldgruppe. Und man sieht hier statistisch signifikant, dass die Stadtgruppe mehr Cortisol im Blut aufwies. Alles klar, Fliege? Als die Waldgruppe. Ja. Und zwar, hier sehen wir hier auch in der Studie sehr schön, sehr hohe Homologität, alles klar. Wir lassen's. Wir sehen sehr wenig Heterogenität. Ja. Das heißt, hier wurden Studien benutzt, die alle sehr, sehr ähnlich waren und sehr gut miteinander vergleichbar waren. Ja. Man muss sich zu helfen wissen. Auch hier statistisch signifikant, die Waldgruppe gewinnt. Ja. Aber leider höhere Heterogenität in dieser Studie. So, anders auch, in einer anderen Studie konnte kurz gezeigt werden, dass Waldbaden Cortisol senkt und Testosteron steigen lässt. Sehr schön. Waldbaden lohnt sich. Immunsystem stimulierend und Stress senkend. Was will man mehr? Welcher Stoff könnte das? Dieser Stoff wäre so viel mehr, mal viel, tausendmal verkauft. Aber es ist umsonst und es macht einfach keiner. Gehen wir mal weiter. Es ist ebenfalls bekanntes Sprichwort, Lachen ist gesund. Aber warum ist das überhaupt so? Und zwar genau genommen ist es so, dass es Einfluss hat auf deine Hypophyse, deine Hormondrüsen, so würde ich es aussagen, und deine Nebenniere vor allen Dingen, denn diese sondert das Cortisol ja ab. Und genau genommen vermittelt das Lachen einen hormoneinflussenden Effekt auf deinen Körper. Es vermittelt deinem Körper keine Gefahr, wenn du lachst. Denn bei der Gefahr würdest du nie im Leben lachen. Und damit senkt es das Cortisol. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, auch in randomisierten Studien, die ich hier herausgesucht habe. Randomisierte Kontrolle ist immer so der Goldstandard, finde ich. Und wenn es dann noch signifikant, also statistisch signifikant ist, ist es wirklich schon das Beste, was man so haben kann. Das sehen wir hier deutlich in einer randomisierten Kontrollstudie aus dem Jahre 2018, wo die Menschen den Cortisolspiegel vor die Lach-Yoga, ja, also Lach-Yoga, wirklich, es gibt es, ja, und Comedy-Vorträgen gemessen worden sind. Die Wissenschaftler vernahmen Werte von 5,21 und 30 Minuten später nach dem Lach-Yoga von 3,74 und nach dem Comedy, also 4,78 zu 2,24 und das Ganze war statistisch signifikant. Die Irrtumswahrscheinlichkeit, der P-Value, lag bei unter 0,05, sehen wir hier. Ja. Wie toll ist das denn? Wichtig ist noch, niedrige Cortisonspiegel korrelieren damit, Depressionen zu haben. Das sehen wir hier zum Beispiel. Aus der Hamilton Depression Rating Skala, das ist ein Maß, inwieweit Mensch beurteilt, wie stark seine Depressionen sind. Und man sieht hier, es wird mehr gesenkt, ja, in der Seite des Striches mehr Reduction, nicht verwirren lassen, dass der Wert hier höher ist, ja. Mehr Reduction durch weniger Cortisol im Blut, ja. Das sehen wir hier sehr merklich in der Studie. Ja. Also es hat Einfluss ebenfalls nochmal auf Depressionen. Kurz zum Thema Sport. Also Sport natürlich. Erhöht Sport Stresshormone? Ja, natürlich, weil der Körper denkt, was geht denn jetzt ab? Vor welchen Säbelzahntiger rennt er denn jetzt weg? Oder Mammut, Clowns. Und es ist so, dass Sport natürlich die Stresshormone senkt. Aber wir sehen hier in der Studie, dass es nach 2 Stunden wieder auf Normalwert ist. Macht man nach dem Sport noch eine kalte Dusche, sehen wir ebenfalls noch mehr Stresshormone werden ausgesetzt. Aber diese senken ebenfalls wieder. Ja? Sinken ganz normal, dauert ein bisschen länger. Wir sehen hier, wir sind nach 2 Stunden noch nicht auf dem Weg, wie wir normal nach dem Sport waren. Ja? Wenn man noch Duschen hinzufügt, kalt duschen. Aber da kommen wir auch wieder hin, wenn es quasi nach 3 Stunden wäre. Was ich aber hier sagen möchte ist, was sehr, sehr wichtig, dass man nach dem Sport ganz wichtig sich dem Körper, mindestens sehen wir hier, 2 Stunden Zeit geben sollte, um diese Stresshormone wieder herunterzubekommen. Macht man das nicht, trägt man diese Stresshormone, fehlt doch ein Zettel, da liegt er. Ich komme gleich. Wichtig ist, nach dem Sport dem Körper Zeit zu geben. 2 bis 3 Stunden, je nachdem. Um das Stresslevel wieder nach unten zu bringen. Denn ansonsten trägst du es durch den ganzen Tag.
Über eine ganze Woche, Monate, Jahre und dann kommt die Krankheit. Weil die Menschen sich nie Zeit geben, auch wieder runterzukommen von diesen Aktivitäten. Kurzes Zwischenfazit. Waldluft stimuliert dein Immunsystem, senkt die Stresshormone, sehen wir hier, maßgeblich und signifikant. Comedy, sozialer Austausch senkt deine Stresshormone. Geh raus, erleb was. Können wir gerade alle nicht. Dank Corona. Oder viele Menschen haben Angst davor, es zu tun. Das hat Einfluss. Des Weiteren, Sport und kalt duschen hat einen positiven Einfluss auf unseren Habitus, aber nur, wenn du deinem Körper auch wieder Zeit gibst, von den Stresshormonen, von diesem Sport ausgeschüttet werden, wieder runterzukommen. Ansonsten ist Sport nicht vorteilhaft für dich. Ja? Von daher an, ich finde, jeder sollte Sport machen und damit sollte auch jeder in der Lage sein, sein Stresshormonlevel danach wieder nach unten zu korrigieren. Und damit gib dir Zeit. Nur dann ist Sport und Kaltduschen sinnvoll. Nur dann ist es wirklich förderlich für dich. Ja? Was kann man noch für Mittel nehmen? Jetzt habe ich ein sehr, sehr spannendes Mittel gefunden. Ich möchte jetzt nicht Tausende aufzählen, sondern eins, was wirklich sehr tolle Erfolge hat. Hier ist wieder randomisiert, Kontrollstudien. Und zwar geht es hier um das Thema Ashwagandha. Viele kennen das vielleicht. Schmeckt wirklich fürchterlich, muss ich wirklich sagen. Wir sehen hier in einer Stressskala wurde gemessen 25% Verbesserung in der Gruppe, die Ashwagandha bekommen hat. Und die im Vergleich zu der Placebo-Gruppe, ja. Man sieht hier, das Ganze war auch noch statistisch signifikant und da es noch randomisiert Kontroll war, ist es wirklich, wirklich ein Goldstandard. Und damit wirklich aussagekräftig, was hier gemessen worden ist. Auch in einer anderen sehr starken Studie sehen wir hier tolle Erfolge. Und zwar, es gab Ashwagandha-Gruppe mit 240 Milligramm Extrakt Ashwagandha pro Tag. Das über 60 Tage. Placebo und die, der Ashwagandha bekommen haben. So. Wir sehen deutlich, dass nach 60 Tagen der Cortisolspiegel weiter nach unten gegangen ist. Das ist toll, oder? In der Kontrollstudie, also das heißt in der Gruppe, die Ashwagandha bekommen hat, die andere Gruppe hat das nicht so verzeichnen können. Ja? So, und des Weiteren war Dehydroepiandrosteron, das heißt DHEA, vielleicht kennen das viele. Das ist eine Vorstufe von Testosteron. In der Nebenniere wird das gebildet. Das ist gesunken. Jetzt fragt man sich, ja toll, das ist ja Mist, aber man muss das Ganze betrachten. Schaut euch mal an. Das Testosteron ist aber gestiegen. Warum ist denn das DHEA gesunken? Weil es gebraucht wurde, um das Testosteron zu bilden, was dann vermehrt gebildet worden ist, nachdem das Cortisol abgesenkt worden ist von dem Ashwagandha. Denn Cortisol hemmt die Aktivität von DHEA. Ja? So, weil das Ashwagandha das Cortisol aber gesenkt hat, konnte es wieder mehr umgewandelt werden zu Testosteron, was wir auch sehen hier in dem Verlauf. Das heißt, es ist positiver Trend zu sehen eher, ja? Immer im Ganzen betrachten. So. Wichtig ist hier noch zu sehen, 30% Reduktion des Cortisols sprechen wir in Zahlen nochmal hier in der Ashwagandha-Gruppe. Und die Ashwagandha-Gruppe war auch statistisch signifikant. Ja? Ebenfalls die Angst- und Stressskala, da gibt es ebenfalls wie mit diesen Depressionsskala, ja, wurden ebenfalls gesehen, dass eine deutliche Senkung durch Ashwagandha in der Ashwagandha-Gruppe zu verzeichnen waren im Vergleich zu der Placebo-Gruppe. Und das sind wirklich tolle Ergebnisse meines Erachtens. Kann jeder ausprobieren, wie er möchte, diesen Stoff oder halt eben nicht, diesen Studien glauben oder halt eben nicht. Ja? Ich konsumiere es gerade, ich verkaufe es aber jetzt nicht. Ja? Das ist kein Werbevideo. Dankeschön fürs Zusehen. Ja? Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auf purazell.de vorbeischaust, meine liposomalen Supplements und damit unterstützt, damit ich diese Videos für dich auf kostenloser Basis machen kann. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.